Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, abermals wollen wir in dem Dungeon hier unser Bestes geben. Ich versuche verzweifelt, isolierten Sand zu bekommen. Das ist aber scheinbar schwer. Ja, nichtsdestotrotz, wie werden wir das schon hinkriegen, hoffe ich. Alter. Und ja. Zack, zack. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist stärker zu werden. Keine Frage. Wir brauchen besseres Equipment. Wir brauchen, ja. Ich brauche sowieso von allem mehr, glaube ich. Zack, zack. Bessere Rüstung, bessere Waffen, alles, alles brauchen wir alles. So, was haben wir denn da? Ja, nicht so schlecht, nehmen wir alles mit. Und hauen da wieder ab von da unten. Generell auch aus diesem Raum. Und schauen mal, was wir da haben. Ah. Ja, das hat super hingehaut. Dem kann man nichts. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, den Kerl da. Sehr gut. Sand. Endlich. Isolierter Sand. Super. Super. Das freut mich. Jetzt können wir unsere Stiefel besser verbessern. Oh, wie schön. Das freut mein Gnomenherz. Besser gesagt, mein Zockerherz. So muss ich sagen. Ich bin WoW geschädigt. Entschuldigung. Entschuldigung. Mit G. Okay, da ist nichts unten. So, weiter, 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 weiter. Hopp, hopp. Weiter, 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 weiter. Zack, zack, zack. So. Und hier noch. So, Kaltlava und Wüstenstein. Oh, Wüstenstein. Oh, Wüstenstein, du bist jetzt mein... Oh, Technik. Also die Technikabteilung, der vierte Dungeon, ne? Alter. Flup, was haben wir da? Ein Heultrank hier. Alter, du Blitztypi. Zack. Boah, da gibt's Sachen. Schön, aber ein zweiter Ausgang ist hier nicht. Gut. Dann gehen wir wieder. Was haben wir da jetzt für ein Tränkelein bekommen? Also unserer, den wir hier haben. Okay. Kristallscherben. Zerbrochene Kristallüberreste. Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Überreste einst von Energie erfüllt wurde. Drähte hatten wir die schon. Kleine Metallstränge zum Leiten von Elektrizität. Dann hatten wir den Trank schon. Das haben wir auch nicht durchgelesen. Ups, stellt 200 Lebenspunkte wieder her. Wäre schön gewesen, wenn ich diese Tränke gehabt hätte, als ich in das Ding hineingerannt bin. Das ist uns noch nie passiert. Kaputte Batterie. Ein zerbrochenes Behältnis für nicht magische Energie. Wer hat all diese Artefakte erschaffen? Ja, der liebe Gott. Na, keine Ahnung. So. Sonst war da, glaube ich, nichts, ne? No, no. Gut. Geht's hier weiter? Niemals. Das habe ich versucht, oder? Das habe ich eh probiert. Ich Pfosten. Na, na, na. So, und weiter, weiter. Oben, oben. So, da wird so ein Rolli-Dingens. Na, so ein Katapult-Dingens. Schwupp, schwupp. Der hat's überstanden. Schwupp, schwupp. Ui, da ist was. Stoff. Schwuppi, schwupp, schwupp. Den haben wir auch erledigt. Barabamba. Steht da was Gescheites für uns? Nein. Du sollst den Marken lesen. Endlich konnte ich mich mit eigenen Augen vergewissern. Am Ende ist dann schon laut eine riesige Bestie. Ich würde mir ja zu gerne genauer ansehen, was sie bewacht. Aber etwas anderes hat mich heute beschäftigt.
Ich habe eine neue Kreatur neben dem erwähnten Koloss entdeckt. Sie hat mich einfach ignoriert. Also war ich wohl keine Wache. Sie sah aus wie eine kleinere orange Variante des grünen Monsters. Das Monster, das mich jagt, wenn ich zu lange in den Dungeon war. Warum taucht dieses Vieh überhaupt auf? Sollte man mal herausfinden. Aber diese kleine orange Kreatur, einen Schatz hat sie nicht bewacht, hat mich nicht mal bemerkt. Was in aller Welt hat sie da unten verloren? Kleine orange Figur. Also die haben wir überhaupt noch nie entdeckt. Bis jetzt. Gut, da ist nichts. Ich wollte jetzt einfach nur mal schauen. Hätte ja sein können. Eine kleine orange Figur. Kreatur. Interessant. Zack, zack, zack. Und kaputt ist es, das Viechlein. Das Viechlein. Yeah, einmal heilen bitte. Ah. Ah. Angenehm. Und was haben wir hier? Eintrag 103. Das jüngste Verschwinden von Materialien und Werkzeugen aus dem Lager wird nun nicht mehr als Verwaltungsfehler behandelt. Tag für Tag werden unsere Vorräte knapper. Derzeit wird ein Schutzprogramm entworfen, mit dem wir die Eindringlinge aufspüren wollen. Ja, schön. Das freut mich. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und einmal. Okay, einsammeln geht nichts. Ich bin voll wie Christbaum. Das ist ein Mitstöffchen. Aber auch die Dinger da wären super. Den isolierten Sand schmeißen wir weg. Na, das war Spaß. Wir werden den brennenden Staub werden wir entsorgen. Und ich sehe schon. Was war das? Die Demons irgendwas. Das haben wir auch mal weg. Weil ich brauche die Dinger da für die Tränke. Gut. Dann schauen wir weiter. Zack, 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 Alter. Zack, 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 Alter. Lästige Viecher, echt. Geh sterben, du Sauviech. So, war da unten was? Nein. Hupp-di-wupp. Hier geht's weiter, alles klärchen. Das werden wir dann auch gleich machen. Wir werden gleich weitergehen. Ja, komm her. So ist fein. Wir werden gleich weitergehen und dann werden wir uns mal ganz flott die Karotti aus dem Dungeon boarden, unsere Sachen abgeben und dann werden wir uns hier weiter umschauen. So werden wir das machen. So. Und wir gehen jetzt erstmal ein Sprüngelein nach Hause. Sehr, sehr gut. Bam, 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 daram, dadam, dadam. So, und wieder ist es mal stockfinstere Nacht. So, weg mit dem Dreck. Duck, duck, wir sind voll. Schön. Super. Na, hier waren unsere Questsachen drin. Oh. Hier waren die Questsachen drin. So. Egal. Also da habe ich es reingestellt. Er ist ja wurscht. So, ich werde jetzt mal ganz fix unsere Stiefel verbessern gehen. Hallo, Herr Schmiede. Wie möchten bessere Stiefel? Ja, die... Na, die wären super. Ja, bitte. Boah, das kostet eine schöne Stange Gold, hörst. Puh. Na jo, was so ist. Unser Schwerterl geht auch. Nein, geht nicht. Das geht vielleicht noch nicht. Das da ist alles meh. Na. Passt. Dankeschön. Angezogen haben wir es ja, ne? Ja.
Jetzt können wir sie schnell verzaubern. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Sachen. Zum einen Tränke. Fünfe. Ja, das wäre super. Und hier, wenn es geht... Na, da geht gar nichts. Okay. Aber Verzauberung wäre noch super, bitte. Ja. Passt. Ansonsten ist da nichts mehr. Okay. Gut. Ich will nur noch schnell die Tränke in Sicherheit bringen. Boah, jetzt wird es Zeit, dass wir dann wieder anfangen, Handel zu treiben. Jetzt geht uns die Marie aus. Also das Geld. Das ist nicht so schön. So. Schwupp. Und schauen wir uns hier noch weiter um. Jetzt sind wir schon ein bisschen geschützter, dank unserer neuen Stiefel. Da haben wir schon was Feines. Was steht hier? Dateneintrag 125, den hatten wir schon. So. Zack, zack. Ui! Das war jetzt echt fies. Das war jetzt gemein. Das muss ich schon sagen. Au! So, weg mit dir. Passt. Zack, zack. Ach Gottchen. Jetzt passt's. Das hat er absichtlich gemacht, das eine Ding da. So. So, der hat's verstanden. Au. Alter. Zack, zack. So, das hätten wir. Schwupp. Jawohl. Schauen wir mal kurz hier runter. Da ist nichts, okay. Gehen wir zurück. Können wir uns jetzt endlich heilen. Ach. Sehr schön. So, und runter hier. Zack, zack. Zack, zack. Aha, eine böse Kiste. Gott sei Dank, super. Na! Alter. Alter, die geben Gas. Bitte jetzt bald mal was hin. Alter. Alter, geh ein. Boah, ey. Puh. Das war jetzt übel. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war jetzt richtig übel. So. Gut, weiter geht's. So. So. Alter. So, der ist erledigt. Mann. Diese Lava da ist echt lästig. So. Geil. Unglaublich. Alter Schwede. Kann ich mich schon rausporten wieder. Verstehe das nicht wirklich. So, passt. Ich glaube, da werden wir ganz rausgehen, ha? Das lief nicht sehr super, ehrlich gesagt. Da verreck ich. Hundertprozentig. Hau mal ab. Der Dungeon ist noch ein bisschen zu hart. Ich muss jetzt nochmal nachschauen, zwecks Schwert und Schild, das hat doch auch, das ist glaube ich auch Schutz gewährt, ne? Weil wenn es ehrlich gesagt schneller schlagen tut, ist es schon besser. Weil man schneller Damage machen kann. Gucken wir mal.
Und zwar, wie war denn das? Das ist eigentlich nur... Das wird mehr Damage machen. Ha. Ich bin da echt überfragt. Schaue ich mal jetzt kurz was nach. Stufe 3, tatsächlich Giftkurzschwert. Es ist langsamer, aber es macht wesentlich mehr Damage. Oh. Na. Alter. Ja, so passiert's, ne? Alter. Hä? Das wollte ich so nicht. Unglaublich. So, jetzt haben wir es. Jetzt passt. Und das lege ich wieder zurück. Na, so. Den wollte ich verkaufen. So war das. Meine Güte. Da ist eh nichts mehr drin. Da nehmen wir das Zeug noch raus. Da oben haben wir auch nichts mehr drin. Passt. Schau mal. Okay, das sind alles Sachen, die zu viel sind. Das lassen wir mal. Können wir da eigentlich was mit Ramsch? Was haben wir da schon? Preis? Ja, jein, nicht ganz. So, egal. So, wir müssen heute mal was verkaufen. Es geht einfach nicht anders. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. ja, das heißt, ich brauche Kohle. Viel Kohle. So. Das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das. Das. Dies. Na. Lass mal den mal. Das da. Obwohl. Die Krüge könnte ich auch verkaufen. Es ist da der brennende Staub wert. Weiß man nicht. Okay. Da muss ich dabei mit der Sellkiste warten, bis ich die Preise hier habe. Gut. Den Handschuh, den werde ich woanders hin verstauen. So, machen wir mal. 2500 haben wir hier. Da werde ich auch mal auf 2000 gehen. Auch hier gehe ich mal auf 2000. Das wissen wir eh. Das passt schon mal. Dann, genau, wollte ich den hier tauschen. Das weg und den hin. Und für den brauche ich jetzt, glaube ich, mindestens... Ich probiere es mal mit 30.000. So. Dann hier. Das hier, das hier, das hier und das hier. Also 3000, 3000 und 3000. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal in den Rucksack. Rucksack, so. Da, Truhe, so wollte ich sagen. Ich bin auch so ein Rucksack. Was hat man, was hätte man noch zum Verkaufen? Die beiden. Einmal das von mir aus. Das können wir in die Ramschkiste geben. Dieses komische Laubdingens.
Das da. Da habe ich noch für eines Platz und dann gehen wir mal Handel treiben. Also ich muss nach unten blättern, okay. Dann blättern wir halt nach unten. So, und zwar den Stoff werde ich wählen. Ja, gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. So. Mit den Aufträgen werde ich jetzt auch ein bisschen sparsamer sein, also mit dem Annehmen. Das war echt zu viel. Bam, bada, bam, dadadam, dadadam, dam, dam. Bam, 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 dam. Wow, der war zu billig. Mann, mich trifft der Schlag. 30.000 war zu billig. Das ist auch zu billig, alles zu billig. Schön, freut mich. Achso, hoppala. Ich dachte, warum geht das jetzt nicht mit A-Knopf? So. Schön. Da kommt Freude auf. So. Ah, wie herrlich. So. So, probieren wir es einfach mal. Okay, das ist alles zu billig. Ist ja ungeheuerlich, sowas. Ungeheuerlich, sowas. Dankeschön. Oh. Hallo. Und zwar... Katamari-Gole. Probieren wir es. Ah, nein, ich habe mich verdrückt. Nein. Nein, probieren wir es nicht. Der Auftrag hat mir nicht gefallen. Wir probieren es doch nicht. So. Scheiße. Ich glaube, 500 ist da eindeutig zu wenig. Ich gehe wieder auf 2000. Ich gehe gleich auf 3000. Ist schon wurscht, ey. Da gehe ich auch schon mal auf 4000. Keine Ahnung. Ja, mal sehen. Was haben wir da oben drin? Probieren wir es mal mit 6.000. Dankeschön. Dam, dam, bam. Aha, da haben wir wieder was zu billig hergeben. Super, ich freue mich. Fein. Oh, das wäre verärgert. So, dann das nächste. Okay, der Trank ist zu teuer mit 4.000. Wenn wir es mit 3.9. Oh, 4.500. 4.000, so, wenn wir es mit 4.000. So wollte ich sagen, so. So. Was bist denn du für einer? Bist du ein Dieb? Oder ein Held? Held, oder? Ich hoffe, dass das ein Held ist. Alter. So. Danke. Okay, die kaufen mir alles zusammen. Das ist super. Danke, danke, danke. Okay, das wäre voll sauer. Also gehen wir Vollgas sauer. Nicht ein bisschen, sondern Vollgas. Ich glaube, das liegt an dem hier, ha? Du musst vielleicht ein Tausender billiger machen. Hoppala. Vielleicht den Staub auch ein Tausender billiger, keine Ahnung. Da können wir schon was nachlegen, sehe ich gerade. Ja, da tun wir 300, ist definitiv zu wenig. Ich glaube, da machen wir auch 4000 draus, mal schauen. Okay, dem ist was zu teuer. Schon wieder. 500 ist eindeutig zu wenig. Machen wir mal so. Dann immer nach. Hier unten der Stoff war da was, ne? Nein. Da. So. Noch immer zu teuer. Jetzt hör auf.
Ja. Danke. Ui, das wird zornig. Und zwar über das hier. Okay. Wir machen es halt so. So. So und so. Das hier und das hier. Dankeschön. Die ist immer noch voll sauer. Gibt's ja nicht. Da. Dankeschön. Stoff habe ich da zu billig gegeben. Okay. 1000, da ist eindeutig zu wenig. Okay. Viel Stoff. Vielleicht 1500. Das ist ein Dieb, das ist ein Dieb. Alter, ich steck fest. Alter. Puh. Ich wollte mich gerade an der Nase kratzen, Alter. Aber überhaupt keine Manieren. So, servus. So. Gehen wir den Rest, würde ich sagen, hier, Staub, ne? Noch schnell in die Sellkiste. Gutes. Ah, Aufträge. Hallo. Also, modifizierter Samen. Gerne. Was haben wir hier? Drehpilznotiz. Probieren wir mal. Dann, aha, ist alles für den Waldtempel. Tech-Ranking-Notiz. Ja. Und Stoff-Ranking-Notiz. Okay. Haben jetzt da echt 4 Aufträge, habe ich jetzt einen versammelt. Eins, zwei, drei, vier. Tatsächlich, ich habe einen versammelt. Den ersten, glaube ich. No! Nicht weggehen! Einkaufen! Einkaufen, bitte! Die kaufen echt nur sein. Zu teuer! Jetzt hör auf! Danke. Und das war's. Gut, was haben wir verdient? Oh Gott, wir haben viel verdient. Das ist eindeutig neuer Rekord. Wow. 513.268. Jetzt habe ich's. Alter Schwede. Bist du deppert? Oh, passt, bin ich zufrieden? In Ordnung. Aufträge. Modifizierter Samen, Drehbildsnotiz und Tech-Ranking-Notiz. Der eine ist nicht gegangen, weiß nicht warum. Vielleicht kann man nicht mehr als 3 Aufträge haben auf einmal. Blödsinn, oder? Also, wir brauchen. Modifizierter Samen. Das heißt, wir müssen jetzt in die. In den Waldtanschen marschieren. Das ist mir lieber, der ist eher zu schwer. So, ganz leise gesagt, das ist zu schwer. So. Da, da, da. So. Passt. Gut. Dann gehen wir mal, ne? Nicht schlecht. Muss man sagen, nicht schlecht. Oh, der Part ist zu Ende. Das passt genau. Wir gehen jetzt mal zuerst in den Waldtanschen rein. So. Und dann beenden wir den Part. Oder sind jetzt etwa 2 Aufträge an einem Tag zu bewältigen? Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Na, oder? Na, einer pro Tag. Wahrscheinlich ist der andere nicht gegangen, weil der den am selben Tag zum abgegeben worden wäre oder so. Keine Ahnung. Egal.
Also, Drehbildsnotizen brauchen wir. Aber ich werde jetzt den Part beenden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.